Ein kurzes Nachrichtenupdate. Guten Tag. 30 Jahre deutsche Einheit. Das wird in Deutschland heute gefeiert. Beim zentralen Festakt in Potsdam zog Bundespräsident Steinmeier insgesamt eine positive Bilanz. Wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, so Steinmeier. Es müsse aber noch viel getan werden. Bis heute sei spürbar, dass der Umbruch die Menschen im Osten deutlich härter getroffen habe. Beide Staaten wurden am 3. Oktober 1990 offiziell vereinigt. US-Präsident Trump hat sich in ein Militärkrankenhaus begeben, wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus. Ein Hubschrauber brachte ihn von seinem Amtssitz nach Maryland. Aus dem Weißen Haus hieß es, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Welche Lehren kann die Gesellschaft aus der Corona-Krise ziehen? Das ist die übergeordnete Frage in der neuen Enzyklika von Papst Franziskus. Sein drittes großes Lehrschreiben trägt den Titel Fratelli Tutti. Nach der Unterzeichnung heute im Pilgerort Assisi soll es morgen veröffentlicht werden. Enzykliken gehören zu den wichtigsten Grundsatzdokumenten von Päpsten. Sie beziehen darin Stellung zu grundlegenden Fragen. Unwetter haben an der Mittelmeerküste Frankreichs und Italien schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen die Region um Nizza und Ligurien. Dort rissen starke Regenfälle ganze Straßen weg und brachten Häuser zum Einsturz. Einige Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Laut Einsatzkräften kam ein Mensch ums Leben, mindestens 9 werden vermisst. So viel für den Augenblick. Tschüss, bis zum nächsten Update.